Moini, da bin ich wieder mit einer Runde Dead by Daylight. Ich spiele in Chaos Shuffle Modifier, den ganz brandneuen Modus. Anführer gegen Wesker oder Nemesis? Anführer, Solidarität, dunkle Wahrnehmung, Wesker. Offenes Blatt. Mit dem offenen Blatt erhöhe ich die Aura-Wahrnehmung um ein paar Meter von allen Überlebenden, die in der Runde sind. In Solidarität heilt mich mit hoch, wenn ich verletzt einen Überlebenden heile und ich dabei eben verletzt bin. Mit einer Wandelrate von 50%. Das ist Purple rechts von Jayne. Oben Anführer. Gibt mir einen Boost, nee, gibt den anderen Überlebenden einen Boost von 12% bei Aktionen wie Heilen vom Haken retten. Der Ausgangstorschalter öffnet, Runen öffnen, Totems segnen und zerstören. 20% oder 12%, ich bin mir nicht sicher. Wenn ich im Radius von 8 Metern zu denen bin, oder 12 Metern, in der Nähe auf jeden Fall, dann sind sie schneller. Unten dunkle Wahrnehmung ist ein beiderbares Perk und das macht das, sobald ein Gen angeht, jetzt nämlich, Aura-Wahrnehmung freigeschaltet wird. Das bedeutet, ich sehe jetzt die Aura des Killers, sobald ich in seinem Radius bin. Für 10 Sekunden. Ich kann mir Zahlen nicht gut merken, also kann das auch alles anders sein, aber so ungefähr wisst ihr ja selbst die Zahlen auch, die Daten von diesen Perks. Ganz witzig eigentlich. Ich habe mir noch ein Medipaket mitgenommen, aber das Witzigste in der Runde wird sein, herauszufinden, was der Killer für Perks hat. So, jetzt würde ich sehen, wenn er zu mir rüberkommt. Dann würde ich seine Aura sehen. Das stackt sich übrigens nicht, dunkle Wahrnehmung. Also ich höre ihn, ich sehe ihn nicht. Wesker, möge sich der Wesker melden einmal. Da. Da sehe ich auch seine Aura, okay. Sehr schön. Ich finde es super witzig, dadurch, dass jetzt halt niemand so seine Standard-Perks mitnehmen kann. Du musst rennen. Da ist dunkle Wahrnehmung wieder angegangen. Nicht disconnecten. Oh. Ach, schade. Dann gucken wir uns doch mal an, was die anderen so hatten. Und gehen direkt in die nächste Runde. Nemesis, okay, ist nicht so genial. Lichtgeborener, es hatte niemand eine Taschenlampe dabei, aber wer weiß, wer weiß. Oh, die Perks sind wirklich nicht so cool. Erzwungene Buße. Ja. Ist schwierig als Killer. Ist wirklich schwierig als Killer. Aber man kann immer noch gute Add-ons mitnehmen. Ja, es wäre eine witzige Runde gewesen, vielleicht noch. Aber drei Gens hat er auch direkt im ersten Chase verloren. Quasi. Also, naja, gehen wir mal in die nächste Runde. So, da bin ich wieder. Ich bin total gehypt von dem Modus auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was für Perks ich jetzt kriege. Ist leider jetzt schon meine. Auch sehr witzig. Schnell und leise und der rote Hering. Das passt ja richtig gut zusammen. Trickster? Da hat jemand Dramaturgie. Okay, Trixie lässt mich in Ruhe. Ich habe außerdem noch unten reaktive Heilung und oben elterliche Fürsorge dabei. Roter Hering und schnell und leise. Ziemlich witzig.
kann mir vorstellen, dass es für Killer ziemlich schwierig sein kann in dem Modus. Das ist jetzt halt schon nicht mehr meine erste Runde, wie ihr gesehen habt, auch nicht meine zweite Runde, wie ihr nicht gesehen habt. Das ist ein bisschen schwierig, weil mir die Killer disconnecten die ganze Zeit. Ich kann mir auch vorstellen, dass es als Killer schwieriger ist, weil Killer, ich sag's ja auch immer wieder zwischendurch, Killer sind viel mehr angewiesen auf Perks als die Überlebenden. Ich kann auch als Überlebender nackig spielen, das interessiert niemanden. Manchmal kommen meine Perks ja eh nicht zum Tragen. Als Killer ist man viel mehr darauf angewiesen. Ich glaube, der Trickster hat hier von der Schädelhändlerin das Perk dabei. Spielbeginn, glaube ich, heißt das. Also, dass die Obsession wechselt, wenn eine Person gerade länger in der Jagd war. So, sehr schön, er geht weg tatsächlich. Ich habe mir ein Medikpaket wieder mitgenommen. Könntest du bitte nochmal nach dem Gen gucken? Vielleicht war da ja jemand, genau. So, wir müssen hier weg. Und er geht auf den Tunnel leider. Da hinten. Überladen. Da hat er gar nicht mal so Pech gehabt, oder? Mag tankt. Aber es war leider nicht mal im Umkreis, oder? Bin ich jetzt ein bisschen hochgeheilt? Ja doch, es war mal im Umkreis da. Wow, Peng Peng. Reaktive Heilung. Value aus den Random Perks. Ich finde es richtig cool. Als Survivor ist es halt auch, ne? Witzig und deswegen funktioniert die Shrine Time ja auch so gut für mich, weil man eigentlich nicht angewiesen ist auf Perks. Zumindest nicht als Survivor. Als Killer ist es, glaube ich, wirklich viel schwieriger. Und ich glaube aber auch, dass dieser Modus, dass ich mich all die Jahre mit der Shrine Time jetzt auf diesen Modus vorbereitet habe. Genau auf diesen Moment habe ich immer gewartet. Ich finde es unglaublich witzig. Campt der hier ein bisschen über mir? Ja. Okay, dann heil dich selbst. Ist ein bisschen komisch, oder? Hier. Ah, das ist mein Gen. Hier irgendwie tanken. Naja, es war nur halbherzig getankt, ne? Das hat nicht auf reaktive Heilung gezählt. Der Gen hier oben ist jetzt auch schon an. Der Gen hier hinten ist auch an. Da ist einer. Vielleicht ist hier vorne einer. Mal schauen. Ups. Ja, wie findet ihr den Modus? Ich habe mich jetzt ja wochenlang quasi darauf gefreut. Und wenn die Killer durchhalten, dann könnte es wirklich witzig sein. So, geh mal da gucken. Da hat jemand den Skillcheck vermasselt. Mit Überladen könnte das tatsächlich witzig sein. Wir müssen jetzt retten hier.
Allerdings müssen wir wirklich aus der Ecke hier rauskommen eigentlich. Schade. Gut, aber wir konnten Mac jetzt retten. Das ist doch ganz gut. Vielleicht hängt er mich ja auch hier hin und nicht in die Ecke. Die Obsession hat bis jetzt nicht gewechselt. Ich denke, dann wird es vielleicht doch was anderes gewesen sein am Anfang. Ich dachte, ich hätte gesehen, wie Ace zur Obsession wurde. Vielleicht hat er auch irgendwie Nemesis dabei und Ace hat ihn gestunt. Ich weiß es nicht genau. So. Gleich geht der vorletzte Gen an. Das ist auch schon richtig gut. Und wir haben auch schon richtig Value rausgeholt aus den Perks. Elterliche Vorsorge gegen den Trickster eher schwierig. Weil ich ja einen Palettenstun hinkriegen müsste. Ich habe ja sonst keine Perks dabei, die ihn stunnen würden. So, jetzt ist er wieder hier. Okay. Danke für die 50% Heilung. Bin gleich wieder hochgeheilt. Noch eine Sekunde. Stark. Reaktive Heilung, Leute. Okay, da hinten ist noch ein Gen. Da hinten ist ein Gen. Er ist im Hauptgebäude gerade gewesen. Bin ich hier vorne? Nee, wo war der denn? Hier? Nee, der ist auch. Wo ist noch ein Gen? Da vorne ist ein Killer und eine Mag. So, diesmal war ich vorbereitet auf. Den Überladen-Skill-Check. Das war ganz gut für mich. Ich habe ein bisschen gedacht, vielleicht hat Mac ja Adrenalin dabei. Hilfe! Aber das ist eher unwahrscheinlich. Achtung. Da ist auch Ace noch. So, ich krieg den Schlag jetzt weg, okay. Bin ich total d'accord mit. Also ist gerade niemand an einem Gen, das heißt, ich lasse den mal aufknallen, in der Hoffnung, dass er da hinterher geht und gucken geht vielleicht nochmal. Und vielleicht ist hier ja auch nochmal ein Gen. Ja, sehr schön. So, ich konnte durch reaktive Heilung jetzt. Ja, ich brauche einen großartigen Skillcheck, glaube ich. Oder ich hätte näher dran sein müssen. Fast 3 Heilungen rausgeholt hier. Hier ist kein Ausgang. Dort ist der Ausgang. Oh, ich bin ahnungslos. Warum bin ich jetzt ahnungslos? Ah! Ich bin ahnungslos. Warum war ich jetzt ahnungslos? Er hat mich gesehen. Aus irgendeinem Grund. Hier ist nicht der Keller, oder? Doch, hier ist der Keller. Hat die Obsession gewechselt? Heimliche Verfolgungsjagd hat er dabei. Überladen heimliche Verfolgungsjagd. Oh, das ist richtiges Rätselraten, ne? Was für Perks hat der Killer dabei? Und wahrscheinlich hat er mich einfach gehört. Ich war sehr nah am Haken.
mal schauen, ob wir es hier nur noch rausschaffen. Ich könnte mir vorstellen, dass nicht. So, Ace geht an den Ausgang. Die anderen zwei rennen ein bisschen wild durch die Gegend. Lisa wird da hinten gejagt. Eigentlich könnten die gut retten gehen. Machen sie aber nicht. Machen sie nicht. So, Lisa kommt jetzt mit dem Killer hier runter. Ohne Killer. Danke dir. Oh wow. 50% Heilung. Okay, da rechts ist ein Ausgang. Ich gehe mal lieber weiter weg. Da hinten war auch noch ein Ausgang. Ich habe jetzt leider... Ich könnte mir noch die Schläge da abholen. Ne? Tanken jetzt ja alle im Ausgang noch. Dadurch könnte ich hochgeheilt werden. Komplett. Oder ausgangsvorbereitet. Genial. 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 Hätte ich nicht gedacht. Habe ich noch 3 mm? Nee. Können wir sehen. Ich müsste jetzt zu 50% hochgeheilt sein schon durch reaktive Heilung. Was mir die Runde über mega geholfen hat. Reaktive Heilung, mega gut die Runde über. Das war richtig witzig. Und ich bin gespannt, was der Killer für Perks hat. Ja, das habe ich natürlich nicht geschafft. Gegen den Trickster Paletten werfen. Es war tatsächlich Spielbeginn. Weswegen war ich ahnungslos? Alien-Instinkt, deswegen hat er mich auch gesehen. Alien-Instinkt war das. Ah, mega gut. GG, WP. True. Mega die witzige Runde. Die anderen hatten noch Sprengfalle, Superhit dabei. Oh, ganz witzige Perks eigentlich auch. Hier Szenenpartner und Saboteur zusammen, auch witzig. Nochmal den Superhit. Mensch, da hat der Antiotos aber gegönnt. Wahnsinn. Das war eine richtig coole Runde. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was für Perks ihr beim Roulette hier abbekommen habt. Das würde mich total interessieren. Und ob ihr ganz zufrieden damit seid, ob ihr auch schon gut vorbereitet seid innerlich darauf, zu wissen, was für Perks ihr dabei habt oder haben könntet. Oder ob ihr ganz lost seid, so wie Mac, ohne eure Standard-Perks. Aber es ist manchmal auch schwierig, ne? Ich glaube, bei schnellen Bauernopfer hätte ich es jetzt auch nicht so unbedingt gewusst. Ich hatte ja relativ einfache Perks dabei. Die hätte ich auch noch hingekriegt. Szenenpartner. Ja, doch. Das ist schon ziemlich witzig. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, der Modus bleibt ewig drin. Er bleibt leider nur bis zum 23. Aber es wäre so schön, wenn er immer da wäre. Bis dann. Tschüss.